Microsoft Yammer. Wer nutzt dieses Tool überhaupt? Und wird es eigentlich benötigt? Haben wir für sowas nicht schon Teams? Diese Diskussion kam in letzter Zeit immer öfters auf. Und auch wir haben uns im Rahmen unserer Yammer-Miniserie damit beschäftigt. Eins vorab. Ja, Yammer hat seine Daseinsberechtigung. Unternehmensweite Kommunikation ist hier das Stichwort. Yammer fördert die Kommunikation durch alle Ebenen hindurch. Kommunikation mit dem Management, Kommunikation von allen Abteilungen untereinander, Kommunikation von dir mit dem gesamten Unternehmen. Diese Kommunikationsmöglichkeiten bietet dir in der Office 365 Welt nur Yammer. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nubo Radio. Mein Name ist Dominique und ich bin Mitarbeiterin bei den Nubo Workers. Und gemeinsam mit Nadja darf ich euch heute Tipps geben und Anwendungsbeispiele für eure Yammer-Community. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dominique und ich bin Mitarbeiterin bei den Nubo Workers. Gemeinsam mit Nadja habe ich diese Miniserie zum Thema Yammer gestaltet. Heute geht es ja schon wie angekündigt um die Daseinsberechtigung von Yammer. In verschiedenen Blogs konnte man in letzter Zeit lesen, immer wieder kamen Diskussionen auf, ob Yammer überhaupt noch benötigt wird und warum Microsoft Yammer doch immer noch etwas abkapselt. Yammer wurde ja 2012 von Microsoft übernommen und die Nutzerzahlen sind seither nicht so exorbitant gewachsen. Microsoft hat aber auch auf der Ignite 2018 angekündigt, dass Yammer sich weiterentwickeln wird und noch besser in die Office 365 Welt eingebunden werden soll. Das zeigt auch ganz deutlich die Roadmap. Da ist unter anderem die Entwicklung der Registerkarte für Yammer in Teams geplant. Dann wird ja schon das Conversation Webpart für SharePoint ausgerollt, sodass auch die Yammer-Unterhaltung noch besser in eure SharePoint-Plattform integriert werden kann. Die Roadmap von Microsoft für Yammer zeigt eindeutig, dass Microsoft von Yammer überzeugt ist und an dessen Erfolg glaubt. Denn es werden im ersten Halbjahr schon viele Funktionen ausgerollt und im zweiten Halbjahr 2019 geht es dann auch weiter. Unter anderem wird es einen Nachrichtentyp geben, Antwort und Frage, in der man dann auch die beste Antwort markieren kann. Es soll weiter die Integration in SharePoint vorangetrieben werden. Dafür gibt es dann den SharePoint News Connector. Um Posts schöner darstellen zu können, soll auch die Formatierung von Inhalten in den Beiträgen ermöglicht werden. Außerdem läuft die Entwicklung für Yammer Live Events. Das alles steht auf der Roadmap für das erste Halbjahr 2019. Im zweiten Halbjahr soll dann auch das Entdecken und Teilnehmen an den Yammer-Veranstaltungen ausgerollt werden. Zudem ist geplant, Pin-Posts für Gruppen auszurollen, die dann die Aufmerksamkeit auf die beste Antwort lenken. Um mehr über die Mitglieder von Yammer und den Yammer-Gruppen zu erfahren, gibt es die Yammer People Cards. Hier bekommt man dann Einblicke in die Tätigkeiten und Informationen von den Personen. Das gibt es ja jetzt schon, das wird dann einfach noch ein bisschen erweitert. Ja, es steht also einiges an für Yammer in diesem Jahr und alleine das zeigt, dass Yammer eine Daseinsberechtigung hat, sonst würde Microsoft ja auch nicht so viel Energie da reinstecken. Warum kommen denn eigentlich immer wieder diese Diskussionen rund um Yammer auf? Es gibt einfach Mythen rund um Yammer, die sich hartnäckig halten und einfach nicht vertreiben lassen wollen. Und Microsoft selbst hat einen Vortrag auf der Ignite 2018 zu diesen Mythen gehalten, um die einfach mal aus der Welt zu schaffen. Auch wir möchten uns diese Mythen mal etwas genauer anschauen und mit denen aufräumen. Mythos Nummer 1. Niemand nutzt Yammer. Ja, wie kommt man denn eigentlich zu dieser Aussage? Oftmals ist vielen gar nicht bewusst, wie viel Yammer genutzt wird, weil sie gar nicht wissen, wo man das anschauen kann. Es gibt aber viele Möglichkeiten, Yammer-Nutzung zu messen. Dafür haben wir euch nochmal eine extra Episode vorbereitet, wo wir ganz gezielt auf die verschiedenen Auswertungsberichte eingehen, damit ihr dann auch schauen könnt, wo es vielleicht noch Bedarf und wo wird Yammer tatsächlich schon genutzt im Unternehmen.
Aber der Mythos kommt natürlich auf, wenn man sowas nicht weiß, das ist dann einfach mal schnell gesagt. Microsoft selbst hat auf der Ignite unter anderem Statements von großen Firmen wie Air France, KFC oder DM vorzeigen können, die Yammer als Social Intranet wirklich aktiv nutzen und den Mehrwert für das Unternehmen erkannt haben. Yammer wird also durchaus auch von großen Firmen genutzt und oftmals ist es einfach nur eine Frage der Einführung. Dafür haben wir ja auch schon eine kleine Folge für euch vorbereitet. Und wenn ihr die Yammer-Nutzung dann im Anschluss noch messen könnt und auch dem Projektteam vielleicht mal vorlegt, dann habt ihr bestimmt auch diesen Mythos in eurem Unternehmen bald ausgeräumt, weil einfach mal schwarz auf weiß dasteht, wie Yammer genutzt wird und wie viele Personen täglich, wöchentlich oder auch Gruppen auf Yammer aktiv sind. Mythos Nummer 2. Keine Zeit für Yammer. Keine Zeit, das hören wir nicht nur im Zusammenhang mit Yammer, sondern eigentlich mit allem, was man zusätzlich zur Arbeit noch machen soll. Auch das ist ganz verständlich, nur kann Yammer auch einen großen Mehrwert für eure Arbeit haben. Und wenn ihr euch dann einfach 2 Minuten Zeit nehmt, könnt ihr an anderer Stelle 15 Minuten sparen. Genau das ist nämlich auch schon der Punkt. Um einen Blick auf Yammer zu werfen, braucht ihr am Tag noch nicht mal 2 Minuten. Es reicht eigentlich, einmal kurz morgens reinzugucken, ist denn etwas Interessantes gepostet worden, was gibt es Neues, oder auch in der Mittagspause einen kurzen Blick darauf zu werfen. Investiert die Zeit in Yammer und haltet eure Community aktiv, denn auf der anderen Seite, wenn ihr mal eine Frage habt oder eine Lösung für ein Problem sucht und dann in die Community eure Frage stellt und eine Antwort bekommt, spart ihr wieder Zeit. Das ist aber nur möglich, wenn die Community aktiv ist. Euer Zeiteinsatz wird sich also lohnen, wenn ihr selber einmal eine Frage in die Community stellt und die Community euch bei der Problemlösung hilft. Mythos Nummer 3. Yammer ist nur für Katzenbilder und persönliches Geplauder. Ganz vorweg, Yammer ist ein Social Network und das ist auch das, was es ausmacht. Die Yammer-Kommunikation kann aber gesteuert werden. Wir haben in unserer Folge 10 Schritte zum erfolgreichen Yammer-Rollout auch die Richtlinien angesprochen, die für die Yammer-Community auf jeden Fall gesetzt werden sollten. So weiß jeder Mitarbeiter, was er tatsächlich posten darf und Katzenbilder, wenn die da nicht erlaubt sind, werden auch in der Community nicht auftauchen. Außerdem kann Yammer für die Management-Informationen genutzt werden, sprich die Kommunikation zwischen Management und dem kompletten Unternehmen. Wie wichtig es ist, das Management einzubeziehen, haben wir bereits mehrfach angesprochen. Jetzt geht es aber vor allem darum, was das Management über Yammer kommuniziert. Denn an dieser Kommunikation richtet sich dann auch das, was die Mitarbeiter posten werden und für was die Mitarbeiter Yammer nutzen werden. Hier ist einfach das Management wieder das Vorbild. Mythos Nummer 4. Yammer ist wie Microsoft Teams. Da sind wir anderer Meinung und nicht nur mir, auch Microsoft. Microsoft hat nämlich 2 verschiedene Kommunikationskreise aufgestellt. Einmal die innere und einmal die äußere Kommunikation. Und sowohl Microsoft Teams als auch Microsoft Yammer ist genau für einen dieser beiden Kreise zuständig. Yammer ist für die unternehmensweite Kommunikation. Microsoft Teams hingegen ist für die Kommunikation im kleineren Kreis zuständig. Das heißt für Teams oder Projektteams. Die können in Microsoft Teams als Gruppe kommunizieren, gemeinsam Dateien bearbeiten und können zudem, das ist ja gerade im Rollout, irgendwann die Registerkarte für Microsoft Yammer in ihr Team einbauen, um unternehmensweite Informationen mit einzubauen. Mythos Nummer 5. Yammer schickt zu viele Benachrichtigungen. Die Benachrichtigungen von Yammer kann jeder ganz individuell und persönlich, wie er es möchte, einstellen. Dafür müsst ihr einfach die Häkchen setzen, wann ihr berechtigt werden wollt. Da gibt es dann die Möglichkeit, wenn in einer Gruppe was gepostet wird, wenn im gesamten Unternehmen was gepostet wird. Das müsst ihr einfach individuell für euch selbst bestimmen, die Einstellungen setzen und speichern. Dann verschickt Yammer auch nicht mehr so viele Benachrichtigungen. Ja, so viel zu den 5 Mythen. Ihr seht schon, eigentlich kann man die ganz gut ausräumen, wenn man sich mal genauer mit dem Thema befasst. Und wenn wir schon beim Thema mit Yammer befassen sind, ist es einfach auch wichtig,
um die Daseinsberechtigung von Microsoft Yammer zu verstehen, Yammer zu verstehen. Auch das haben wir schon das ein oder andere Mal angesprochen. Wir möchten jetzt aber nochmal detailliert auf den Kommunikationsweg eingehen und den Wirkungskreis der äußeren und inneren Kommunikation. Wir haben vorhin schon ganz kurz gehört, Microsoft Yammer ist für die unternehmensweite und Microsoft Teams ist für die Kommunikation in Teams oder Gruppen. Um das Ganze noch etwas zu spezifizieren und verständlicher zu machen, können wir dazu noch Personen zuordnen. Mit Mitarbeitern des äußeren Kreises treten wir in Kontakt, haben aber nicht regelmäßig etwas mit diesen zu tun. Sprich, wir arbeiten nicht in unserem Tagesgeschäft mit ihnen zusammen. Mit Personen, die dem inneren Kommunikationskreis angehören, arbeiten wir täglich zusammen an einem Projekt, in derselben Abteilung, je nachdem. Wir treten also tagtäglich oder zumindest sehr, sehr regelmäßig mit diesen Personen in Kontakt. Durch die Definition also dieser beiden Kommunikationskreisen kann auch das richtige Tool für den richtigen Kommunikationskreis gewählt werden. Und es ist einfach immer so, wenn ihr ein Tool für einen Zweck einsetzt, für das dieses nicht ausgelegt ist, werden es eure Mitarbeiter immer als unpraktisch und umständlich empfinden. Wenn das richtige Tool für den richtigen Kommunikationskreis gewählt wurde, kann auch der Funktionsumfang und die Vorteile voll ausgeschöpft werden und der Mehrwert für euer Team oder eure Mitarbeiter generiert werden. Und da Yammer ein Social Network ist, könnt ihr auf die Inhalte, die euch angezeigt werden sollen, natürlich auch selbst Einfluss nehmen. Durch Likes und Personen, denen ihr folgt, werden euch die für euch interessanten Beiträge angezeigt. Es stehen also nicht immer nur die neuesten, sondern vor allem die für euch interessantesten Beiträge ganz oben. Das wiederum widerspricht wieder dem Mythos, ich habe keine Zeit für Yammer, weil schließlich bekomme ich ja auch diese Dinge angezeigt, für die ich mich interessiere. Ihr seht schon, wir sind von Yammer überzeugt und wir finden, Yammer hat seine Daseinsberechtigung. Wir haben uns in den letzten Wochen darüber sehr viele Gedanken gemacht und in den Folgen der Yammer-Miniserie für euch diese zusammengestellt. Wir hoffen, auch ihr seht den Mehrwert, den Yammer eurem Unternehmen bringen kann und damit seine Daseinsberechtigung hat. Wir freuen uns, wenn ihr eure Erfahrungen mit Yammer mit uns teilt. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder über Social Media. Und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.